Tag 81 und es geht direkt weiter. Erstmal in den Garten. Oh, da oben wächst noch Pilz. Oh, es gibt neue Kristalle, das ist gut. Was für eine Art Trank brauchst du denn? Wir haben uns tief in den Berg hineingegraben. Die Monster haben den Weg versperrt. Es gibt zu viele von ihnen und sie sind stark. Wir können nicht gewinnen. Wir müssen sie abschrecken. Wenn wir das bekommen, bekommst du mehr Steine. Abschrecken? Nur mal so aus Interesse, ne? Also... Nein. Fluch? Nein. Wuchs? Also ich... Guck noch mal kurz, womit soll man denn sonst Monster abschrecken? Ich verstehe es nicht. Das war schon mal falsch. Ach, das hier ist Fluch, ne? Und das hier ist Angst. Dann ist ja auch mein letzter Folgentitel verkehrt. Warte mal, den korrigiere ich mal kurz. Okay, jetzt verstehe ich das Problem vom Zwerg. Okay, meine Schuld. Ein Trank, der die Lust steigert. Natürlich habe ich das. Was fehlt mir hier eigentlich? Den habe ich mit Magma-Morchel gemacht. Na, das ist ja mal was Schönes. Trank fertigstellen. Ich habe hier einfach zu viele Tränke, ne? Habe ich den Zwergen vergrault. Ich bin so ein weicher Mensch. Manchmal finde ich mich selbst in Situationen wieder, in denen ich für mich selbst einstehen muss, aber ich kann das einfach nicht. Du möchtest einen Wut. Das höre ich doch schon. Du brauchst Wut, meine Liebe. Einfach etwas Wut. Schade, passt nicht. Bitte sehr. Wenn du das hast, widerspricht dir keiner mehr. Neulich hat es geregnet und ich habe kein Brennholz, weil das nass geworden ist. Jetzt ist es feucht und brennt nicht mehr. Hast du zufällig einen Trank, der helfen kann? Ja, trockne es hiermit. Guck mal, schon bin ich einen Trank los. Das ist doch gut. Verkauft. Na dann zeig mal, was du hast. Schlingpflanze auf jeden Fall, Wasserblüte auch, nehme ich mit, weil es geht. Wie viele habe ich denn von den Feuerglöckchen? Genug. Hier. Davon 46, ich nehme mal 10 Stück mit. Gut. Vielen Dank. Rüsselkäfer haben unser Getreide gefressen. Was machen wir? Unsere ganze Ernte ist verloren. Gibt es eine Möglichkeit, neue Pflanzen schneller wachsen zu lassen? Natürlich gibt es das. Ich weiß, der hatte noch irgendeine Aufgabe. Die gucken wir uns gleich mal an. Eisfrucht. Okay. Überlass das Tränkebrauen mal den, der es kann, ne? Und nicht deinen Gerüchten aus irgendwelchen dubiosen Gruppen. Dass man das und das dafür nehmen soll. Also.
Ich habe das viele, viele Jahre lang studiert, bei diversen Meistern gearbeitet. Ich brauche einen Explosionstrank. Kannst du mir einen machen? Ja, natürlich. Maximal 3 Zutaten. Okay. Wunderbar. Passt. Und dann sammeln wir nochmal Erfahrungspunkte. 3 Stück haben wir mittlerweile wieder. Oh, ich sollte vielleicht mal die Uhr neu starten, ne? Hupala. Ja. Man merkt, ich bin völlig konzentriert, wie immer. Ich will einen Zauber finden, mit dem ich in Handumdrehen Bäume und andere Pflanzen wachsen lassen kann. Für meine Forschung brauche ich einen Trank mit derselben Wirkung. Da hast du aber Glück gehabt. Habe ich nämlich zukünftig zufällig da. Der Topf hatte sogar noch Reste davon. Dann wird er besonders gut. Das sage ich dir. Ein Trank, mit den ich werfen kann, um Schaden anzurichten. Gib mir keinen schwachen Trank. Fluch zählt nicht, ne? Nein, verstehe ich nicht. Warum nicht? Macht doch auch Schaden. Finde ich ein bisschen doof. Aber gut. Der Kunde kriegt, was er will, wenn er nicht möchte, was er braucht. Gut. Das letzte. Libido war bei Neoligio nicht vorhanden, richtig? Richtig. Das heißt, das ist auch ein aquatischer. So. Herzwachstum. Libido, Wut. Herzwachstum. Und Verjüngung. Das wird ja ein Spaß. Libido und Wut. Das heißt, ich gehe hierhin, zurück, hierhin, dahin. Wo war die Verjüngung? Da ganz unten. Dann hier runter. Einmal da durch und dann irgendwie hier rein. Wundervoll. Einfach wundervoll. Ach ja, Basica Rubina 7 ist das, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Okay. Zutaten. Ich glaube, das könnte passen. Oder ich hoffe, es passt. Gucken. Ja. Dachte ich mir. Da können wir jetzt nämlich, schade, nicht mit einem Schlammpilz hier runter. Das ist auch ein bisschen. Warte mal, wenn ich jetzt. Jetzt passt es. Wunderbar. Ich hoffe mal, das passt soweit alles. Ich gucke einfach gar nicht hin. Ja, passt.
Sehr schön. Das Rezept wird schon mal gespeichert. Halt gleich da runter zu kommen, ne? Das wird echt nicht einfach. Eins, zwei. Kaltblatt habe ich viel zu wenig. Das sollte passen. Oh nein, das passt nicht. Aber das macht nichts. Das habe ich nämlich schon mit einberechnet, weil ich jetzt eh nach unten muss. Ich gehe am besten hier hin, dann hier durch. Ich könnte natürlich auch hier durch. Zwei Kristalle brauche ich auf jeden Fall. Also vielleicht das Rezept wieder speichern. Einmal. Wie sieht es jetzt hier aus? Entfernen, entfernen, ja. Und das jetzt speichern. Ich glaube, hierdurch gefällt mir besser. Und das heißt, wenn ich jetzt... das hier nehme. Ungefähr bis hierhin. Jetzt... diesen hier nehme, ihn vollständig mörsere. Wie ich jetzt ja gelernt habe, zack. Sind wir jetzt ziemlich einfach dort durch. Ach, guck mal, der bleibt aber nur, wenn er im Trank ist. Also die ganzen Dings sind jetzt nicht neu ausgerichtet. Wo führst du hin? Achso. Ich glaube, hier kommt nur das in Frage. Ungefähr bis hier. Da möchte ich das Rezept lieber nochmal speichern, bevor ich den nochmal reinpacke. Ich habe nämlich Angst, dass ich hier dran zerschelle. Glück gehabt. So. So, wir müssen den Trank ja eh noch ein bisschen drehen.
geht. Uhr. Mal gucken, ob das hier reicht. Ah, ist noch keine 2. Schade aber auch. Das heißt, einmal kurz Rezept speichern, denn das ist eine sehr gute Vorlage, die ich äußerst ungern verlieren möchte. So, und ich denke mal, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen drehen. Nicht zu weit, kostet ja alles wertvolles Salz. Ja. War doch Doppelapfel hoffentlich, ne? Ich bin zu. Zum Glück habe ich zwischengespeichert, ne? Was habe ich denn? Ich habe die Libido vergessen zu aktivieren. Wie kann man nur so doof sein? Wie kann man nur so doof sein? Ja. Ich hoffe, du hast es schon vorher gemerkt. Sehr ärgerlich. Wirklich sehr, sehr ärgerlich, weil der Trank sehr gut lief. Ich behalte mal das Rezept, damit ich mal so grundsätzlich gesehen habe, was da ist. Doch, Rezeptbuch. Muss bald mal frühstücken. Von diesem Punkt aus weiter brauen. Ich glaube es nicht. Ich hatte einen so wunderbaren Trank erstellt, ne? Dann kam ein Schwefelregal, ne? Ja, Schwefelregal. Feuerglück? Achso, hier unten. Genau, und dann Terraria. Es ärgert mich wirklich mehr, als dass es bei mir aussieht, glaube ich. Weil es einfach so ein schöner Trank war. Kann ich das Häufchen jetzt auch hier hinlegen? Tatsächlich. Es war so ein schöner Trank. Nur weil ich mal wieder unkonzentriert war. Ich hoffe, man hört meinen Magen nicht zu doll. Das ist mir echt erst am Ende aufgefallen, ne? So, und danach gab es nochmal Terraria. 100% gemahlen. Sondern ich noch bei dem Kunden gesagt, ich habe das jahrelang studiert, ich habe bei diversen Meistern gelernt. Ja, merke ich. Echt. Absoluter Held.
So, was kam denn dann? Eine Gutbeere. Noch eine Gutbeere und eine Wasserblüte. Noch eine Gutbeere. Und eine Wasserblüte. Probieren wir es mal so. Rezept speichern. Dann würde ich sagen, geht es diesmal so runter. Komme ich mit dem? Nee, noch nicht. Mist, die Zutat habe ich jetzt schon drin. Das heißt, hier werde ich das Rezept nochmal speichern. Ich denke mal, wenn ich es ordentlich drehe, dann passt das. Ups. Wunderschön. Gut. Rezept speichern, falls ich hier an der Knochenwand zerschramme. Aber das sitzt gut. Noch ein Platz für den Sicherheitsspeicher. Okay. Ach, das, dann hätte ich den ja eben nicht mal so fein ausrichten müssen. Mist. Nein, erst hier runter. Jetzt den rein. Und dann den hier verwendet. Zack. So, jetzt aber. Flasche ist in Ordnung. Rezept speichern, Trank fertigstellen. Jetzt muss ich ja immer Rezepte durchsortieren. Gut. Du kannst weg. Und du kannst weg. Also ja, der öffnet die automatisch. So. Ja, die Zeit haben wir noch, ne? Gönne ich mir mal ein Schlückchen Heiltrank für die Stimme. Hoppala. So, was brauchen wir denn noch?
Wut, Libido, Herz. Wut. Ich klicke mal aufs falsche Buch. Libido und Herz. Verjüngung und Pflanzenwachstum. Konzentration. Und noch einmal die Verjüngung. Oh, das sind schon wieder so schöne Erfahrungspunkte. Die hätte ich gerne. Gut. Ich habe gar keinen gelben Kristall mehr, weil ich den für irgendwas auf... Ach doch, habe ich noch. Verjüngung, Wut, Libido, Herz, Pflanze. Verjüngung, Wut, Libido, Herz, Pflanze. Alles grün. Doppelapfel, Doppelschrumpf, Libido, Herz. Doppelapfel. Oh, warte mal. Da ist doch was falsch. Doppelschrumpf. Ich habe den Trank zweimal. Spannend. Doppelschrumpf. Oder Wuchs. Irgendwas mit ganz viel Herzen. Warst du das da? Nee. Moment mal. Das ist der falsche Trank, ne? Ja. Gut. Was brauche ich? Dreifach Libido, Geschwindigkeit. Ich kriege die Krise. Da hätte ich hingemusst. Und ich bin echt da oben rein, ne? Welcher ist es denn? Der hier ist falsch. Basiker Rubiner 4. Basiker Rubina 4. Gut, hilft dir alles nichts. Ich dachte, wir kriegen den problemlos in dieser Folge fertig, ne? Gut, Wasserelement.
Ich bin einfach nur dämlich, ne? Das kann man langsam gar nicht mehr anders bezeichnen als dämlich. Dreifache Libido, ja, ja. Dann machen wir den Effekt doch auch mal auf den Trank drauf, oder nicht? Ah, ich weiß schon, warum die Leute nicht mehr zuschauen. Da würde ich ja selbst ausrasten, wenn ich mir das anschauen würde. Echt. Was habe ich hier denn noch? Achso. Ich wünschte, ich hätte das Ganze hier gestreamt, sodass die Leute dann im Chat hätten schreien können. Nein! Du machst da Unsinn! Verplanter, tu nicht gut! Na, ich tue wirklich nichts Gutes. So. Jetzt aber. Da kann ich einfach nur den Kopf schütteln. Der Wirbel ist nutzlos für diesen Fall. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Jetzt brauche ich noch Mitzemaut. Ist da. Da würde ich von hier darüber gehen. So. Gut. Symbol gewechselt, Flasche gewechselt, Etikett gewechselt, Rezept speichern, Trank fertigstellen. So, das ist der neue Basica Rubina. Und du bist Unsinn und wirst gelöscht. Jetzt geht's wieder in den Keller. Fiese Schulterpolster haben wir hier. Das ist jetzt richtig, das ist richtig. Dreifachherz, Doppelherz, Angst. Dreifachherz. Da kommt das Doppelherz rein, okay. Doppelherz. Angst. Und das. So, es ist alles grün. Sehr schön, dann machen wir das doch mal. Ja, es ist vollbracht. Du hast Rubedo erschaffen, Rezept des Stein der Weisen freigeschaltet. Fertigstellen. Sonnensalz und Beliebtheitsstufe von 12. Ist richtig.
ist überhaupt kein Problem. Wenn ich schon das hier sehe, ne? Wenn ich das... Alter, nein! Die sind ja in 20 Ecken. Ich hoffe, das geht zumindest über Neoligio. Eieiei. Dreifach Libido, Doppelschrumpf? Ah, dreifach Pflanze, Doppelschrumpf. Oder Wachstum ist es ja. Gut. Für diese Folge mit viel Ach und Krach habe ich meine Prüfung gerade so bestanden und habe Rubedo hergestellt. Ich hoffe, dir tut nicht die Stirn weh vom lauter vom Kopf schlagen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!